Halleluja, 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 nee, irgendwie habe ich es gerade verkackt. Egal, wie auch immer, wir kommen zu Halleluja von Rammstein. Wir machen weiter mit Live-Auftritten, diesmal aus dem Jahre 2017. Mein Gott, da war die Welt noch in Ordnung, ohne Witz. Aus Tschechien, genauer gesagt in Prag, wurde das ganze Ding aufgeführt. Und auch aufgenommen, wie ihr unschwer erkennen könnt. Weiß Gott, was Till da gerade macht. Wir werden es wahrscheinlich noch früh genug rauskriegen. Ich bin sehr gespannt. Außergewöhnlicher Songtitel für einen Rammstein-Song, finde ich. Liken, Supporters, Kamot. Schöne Grüße gehen an jeder Lacht raus. Darauf bin ich sehr gespannt. Real Talk. Darauf bin ich sehr gespannt, wie hier jetzt der Live-Auftritt vonstatten geht. Wir schauen mal, ob das in diese typische harte, mehr oder weniger Rammstein-Richtung geht oder ob das mal wieder so ein ganz anderes Ding wird. Also der Titel verspricht schon so einiges, lässt aber auch schon wieder viel Platz für eigene Gedanken. Was zum Teufel hat Flake wieder überm Gesicht? Keine Ahnung, so eine Papiertüte mit zwei Augen reingeschnitten oder sowas? Was hat denn der da überm Kopf jetzt schon wieder? Ansonsten, ganz anderes Setting wieder. Ich glaube, das Setting hatten wir schon mal so gesehen. War die alte Bühne oder halt die Festivalbühne so. Hat aber auch irgendwie eine geile Optik. Von Reise, Reise, war das die gleiche, war das das gleiche Bühnenlayout wie bei Reise, Reise? Dann kann es ja nur gut werden. Reise, Reise, auch brutaler Song in der Studioversion, aber auch im Live-Auftritt als Opener war das brutal gut. Er ist fromm und sehr sensibel. Der Chat hat gesagt, ich soll hier und da ein bisschen auf die Lyrics eingehen, weil es von dem Song auch keine Studioversion gibt oder sowas. Also man findet die wahrscheinlich schon noch irgendwie so ein bisschen. Gibt's auf dem Raritätenalbum? Warum hat es der Song Halleluja aufs Raritätenalbum geschafft? Der Song war damals nur auf der japanischen Version von Mutter. Jetzt wird's ganz wild. Holy moly. Von der... Was hat die Bibel jetzt damit zu tun? Von der Bibel. Guck mal, wie er Bibel betont. Von der Bibel. Fast schon ein bisschen schwäbisch angehaucht. Von der Bibel. Auch hübsches Zöpfchen hat hier Till. Ist auch ein bisschen länger, oder? Der konnte es fast schon, also fast bis zu den Schultern runter, so ein bisschen flechten hin und her. Er leckt die Flecken von der Bibel. Frage ist halt nur, welche Flecken. Ich glaube, das werden wir noch rauskriegen. Und ich habe da wieder so eine Befürchtung, die jetzt wahrscheinlich nicht wirklich gut ist. In dem Song geht es um sexuellen Missbrauch in der Kirche. Na, Prost, Mahlzeit, gut. Denk dir gerade, was ich denk? Denk dir gerade, was ich denk? Wir haben nichts gesehen, wir machen einfach weiter. Nee, ich glaube, das sind die nicht. Ich glaube, das sind die nicht. Sehen irgendwie nicht so aus? Ja, ich habe also... Irgendwas sagt mir, dass es die nicht sind. Wir kommen unweigerlich immer wieder auf dieses Thema, was uns sowieso noch wirklich Monate und Jahre verfolgen wird. 100 Millionen %. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Keine Ahnung. Wisst ihr, worum es geht? Ich glaube nicht. Oh, nice, das Synth irgendwie. Das hat auch so Loopstation-Vibes irgendwie. Ich habe Loopstation letztes Mal erklärt, dass du quasi eine Taste gedrückt hältst und die halt quasi Loop XY abspielt, so lange, bis du halt eben wieder loslässt. Der Synth spielt super, super nice, finde ich. Guck mal, wie... Ey, Mann, tu dein Shirt darunter. Egal, was da draufsteht, es ist gerade nicht so wichtig wie das, was ich gerade sage oder sagen will. Guck mal, wir rein betont, ihre Seelen rein.
Jetzt tu das wieder hoch. Also vocal-technisch immer, immer on point. Also Vocal-Performance, so. Wie Sachen ausgesprochen werden. Und live ist es manchmal gar nicht so leicht. Du hast irgendwo ein bisschen Lampenfieber, gerade wenn du noch nicht so routiniert bist. Du weißt nicht, wie du ein paar Stellen betonen sollst. Und wenn du alles monoton irgendwie betonst, klingt es auch nicht immer so geil. Du musst schon ein paar Passagen so betonen, vielleicht auch mal ein bisschen improvisieren, wie es Till immer wieder tut. Und Till kann das so verdammt gut, ohne Witz. Ist gut. Wenn er mich provozieren will, ist okay. Heb weiter. Junge, wie er auf die Snare scheppert. Alter. Guck mal auf Christophs linke Hand. Junge, wie er die einfach bumm plotzen lässt. Und die Snare knallt schon, also die knallt brutalst. Also Real Talk. Ich weiß nicht, ob das gleiche Setup ist wie aus diesem Jahr, aber dieses Jahr hat man ja dieses Video gesehen, wo quasi die Drums eingepegelt werden und ein bisschen gestimmt werden vom Soundcheck so. Da hat die Snare auch schon ultra gescheppert. Aber wie er einfach, Digga, wie er einfach die Snare da durchholzt, geil. Also, oh Mann, diese Lyrics auch schon wieder, ne? Wir werden wahrscheinlich in Form einer Albumreaktion irgendwie wieder über diesen Song stolpern. Da werde ich mir den auch nochmal geben, so. Aber jetzt allein schon die Lyrics, so. Also, man müsste auch wirklich mal so eine Top 5 oder Top 10 der verstörendsten Rammstein-Songs machen, so. Real Talk. Auf Platz 1 wäre für mich definitiv Wiener Blut. Wenn jetzt nicht irgendwie noch was ganz Gravierendes kommt, was sich auf einem Album versteckt oder sowas, als Song, in Form eines Songs, wie das erzählt wurde, mit dieser wahren Begebenheit dann noch. Boah. Sehr schön, aber hier hört man auch ein bisschen Playback auf jeden Fall raus. Hier hat man wieder dieses Halleluja von Paul und Richard quasi als Backing so ein bisschen. Ganz, ganz krass durch das Playback unterstützt. Aber wisst ihr, was auch cool gekommen wäre? Hätte man so einen Chor in den Hintergrund gestellt, gerade für den Song. Kennt ihr diese Frauenchöre oder sowas, die teilweise vocaltechnisch alles rasieren? Der wäre auch irgendwie gut gekommen, aber wäre irgendwie ein bisschen overpowered gewesen für einen Song, oder? Also es hört sich auch wirklich so an, als ob das gerade auch bei der Studioversion ein Frauenchor war oder zumindest ein paar mehrere Stimmen von Frauen, weil ich glaube, so hoch kommen Paul und Richard nicht, rein stimmlich, oder? Die haben eine sehr zart beseitete Stimme da oben rum bei Halleluja, ne? Und können das auch wirklich gut halten. Ich glaube, da wurde gerade auch für die Studioversion oder auch hier fürs Playback dann, für die finale Masterversion, sagen wir so, auch wirklich irgendwie ein Chor geholt, oder? Ist eine Frauenstimme in der Studioversion? Okay. Dann wurde es höchstwahrscheinlich so gemacht. Und Paul und Richard gehen quasi nur alibimäßig an ihr Mikrofon, damit es halt so aussieht. Ach, das sind die Mädels links. Das habe ich vorhin auch schon gedacht. Ich habe gedacht, ey, guck mal, das wäre ja krass, wenn jetzt in dem Refrain auch dieses so ein Halleluja kommt. Und dann habe ich gleich 1, 2 und 3 kombiniert in meinem schnellen Köpfchen und habe schon gesehen, aha, da stehen die schon bereit. Das sind die, meine Güte. Ich habe ja auch nichts anderes gedacht. Und jetzt glänzt mal Flake. Guck mal, solche Momente brauchen wir auch immer wieder. Und die kriegt er auch immer wieder so. Wisst ihr, ich meine, das ist ja irgendwie voll das Schöne an dieser ganzen Band Rammstein, so dass niemand irgendwie untergeht. Ich meine, es wäre auch völlig sinnlos, wenn du jetzt irgendwie so einen sechsten oder siebten Mann hinstellst und der halt wirklich nur für ein, zwei Akzente in zwei, drei Songs irgendwie mal, ne, was einspielt oder was spielt eben, ne? Das wäre ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Jeder hat da seinen Platz, jeder kriegt auch sein Spotlight, jeder kriegt genug Spotlight. So, wisst ihr, ich meine, der eine mehr, der andere weniger. Also Christoph muss
Drums immer durchballern. Richard muss Gitarre immer durchballern. Wisst ihr, ich meine, Till muss auch immer da sein. Der Einzige, der wirklich ein bisschen mehr Pause hat, ist vielleicht Flake so. Aber gerade auch bei solchen Passagen finde ich es immer super, super schön. Flake auch mal, der verdient, wie soll ich sagen, die verdiente Aufmerksamkeit zu geben. Was meint ihr, wie viel Haarspray in den Haaren drin ist, Junge? Der Zopf, den könnt ihr als Peitsche nehmen oder sowas. Der ist ja knüppelhart bestimmt. So sieht er aus auf jeden Fall. Wenn die Turmuhr zweimal schlägt. Zoom am besten noch ein bisschen weiter raus oder wahrscheinlich noch ein bisschen näher auf seine Kopfhaut, damit ich noch die einzelnen Viecher krabbeln sehe. Nein, Spaß, ey. Der Mann sieht echt gut gepflegt aus, ohne Witz. Junge, du hast auch so Arschkarte. Chat, was macht ihr beim Konzert mit solchen Leuten dann? Was macht der Bruder jetzt hier im Hintergrund? Also natürlich vom Winkel her, wahrscheinlich guckt er schon links vorbei oder sowas. Aber was macht ihr, wenn es da mal wirklich in diesem Stehbereich so voll ist, dass ihr euch nicht links, rechts bewegen könnt und der vor euch sich dann dazu entscheidet, okay, jetzt nehme ich meine Frau auf die Schulter, was weiß ich. Arschkarte. Real Talk. Leiden. Einfach akzeptieren. Er ist ohne Wald geblieben. Ey, der Richard singt doch gar nicht richtig. So muss er seinen Nächsten lieben. Runterschmeißen, yo. Junge, ich glaube, wenn du da einen runterkickst, dann zettelst du da irgendwie so eine Massenschlägerei an und dann ist direkt Schicht im Schacht. Dann war es für dich das schnellste Rammstein-Konzert in der Geschichte der Rammstein-Konzerte. Flake schreibt in seinem Buch, dass er selbst kaum etwas über Oliver weiß. Er ist sehr mythisch. Oder Flake fragt nicht nach. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass Flake sagt, hey, okay, wenn er nicht mit mir reden will, ich gehe mir jetzt nicht auf den Sack so. Solange er seine Bassnoten gut spielt, reicht es mir. Vielleicht sind es auch einfach nur Arbeitskollegen und chillen privat gar nicht so miteinander, wie wir es vielleicht denken. Guck mal, Flake. Das war Halleluja. Ich bin sehr gespannt, wenn wir uns mit den Lyrics noch ein bisschen näher befassen. Live-Auftritt, super schön. Real Talk. Hat mir gut gefallen, auch dieses Halleluja. Super schön. Flake, natürlich wieder der Flake is the man. Flake ist für mich immer das Highlight.